In jeder Werkstatt kann es zu Unfällen kommen. Sei es durch Unachtsamkeit, falsche Bedienung oder schlicht Pech. Natürlich sollte man sein Bestes tun, so etwas zu vermeiden. Eine wichtige Maßnahme, um Verletzungen bei Unfällen zu minimieren, ist geeignete Schutzausrüstung. Aber auch damit kann es trotzdem zu Unfällen und Verletzungen kommen. Für diesen Fall ist eine Erstversorgung wichtig. Das ist in den meisten Fällen hoffentlich nur ein Pflaster auf einem kleinen Schnitt, im schlimmsten Fall aber auch ein lebensrettender Druckverband. Auf die Maßnahmen selbst will ich hier gar nicht weiter eingehen. Ich will nur verdeutlichen, dass ein Erste-Hilfe-Schrank eine sinnvolle Sache ist und in jede Werkstatt genauso gehört wie der Erste-Hilfe-Kasten ins Auto. Da ich bisher keinen in meiner Werkstatt habe, habe ich mir vorgenommen, einen zu bauen. Ich dachte an einen einfachen Kasten mit einer großen Tür. Der Kasten sollte über zwei Einlegeböden, aber unterschiedlich große Fächer verfügen. Auf der Tür sollte ein großes rotes Kreuz sein. Ich war mir nicht sicher, ob ich ein rotes oder ein grünes Kreuz machen soll. Für Erste Hilfe ist das Kreuz gewöhnlich grün, aber das berühmte rote Kreuz gefiel mir optisch am Ende besser. Nach kurzem Überlegen, wo in meiner Werkstatt so ein Erste-Hilfe-Schrank sinnvoll anzubringen wäre, habe ich mich schnell für den Platz zwischen den beiden Eingangstoren entschieden. Hier ist immer gut zu sehen und schnell zu erreichen, ohne im Weg zu sein. Hier habe ich etwa 40 cm in der Breite und 60 cm in der Höhe. 15 cm Tiefe sind auch ausreichend. Der Rahmen sollte auf Gehrung geschnitten werden und mit Lamellus verleimt sein. Das Kreuz sollte durch die Tür hindurch gefräst sein und dann von einer lackierten Furnierplatte auf der Rückseite verschlossen werden. Ich denke, das wird wesentlich besser aussehen als ein angepinseltes oder gedrucktes Kreuz und das Lackieren wird so auch einfacher. Außerdem wollte ich kein neues Material kaufen. Der Schrank musste also aus Restholz zusammengezimmert werden, aber davon habe ich inzwischen genügend. Das Restholz hatte noch von früheren Projekten Bohrlöcher und gefaste Kanten. Das musste ich wegschneiden. An der Tischkreissäge entstehen so dann schnell die beiden Seitenwände. Für den Rahmen musste ich einige Gehrungsschnitte machen. Das heißt, das Sägeblatt muss auf 45 Grad gekippt werden. Oder halt 135 Grad, je nachdem von welcher Seite man misst. Für den Unter- und Oberboden habe ich ein breites Brett erst auf Gehrung geschnitten und danach geteilt. So haben der Unter- und Oberboden garantiert die gleiche Länge und den gleichen Gehrungswinkel. Bei den Seitenteilen habe ich das nicht gemacht, das sollte sich gleich rächen. Aber erst einmal sollte alles durch den Hobel. Dadurch, dass ich die Seiten erst nach dem Ablängen auf Gehrung geschnitten habe, sind sie nicht exakt gleich lang geworden. Deshalb habe ich sie an der Kappsäge noch einmal passend gekürzt, sodass sie gleich lang sind. Bei der Rückwand stand ich vor der Wahl, sie auf Gehrung einzusetzen. Das hätte aber eine hohe Präzision erfordert und hätte wahrscheinlich nicht gepasst. Also wollte ich sie stattdessen mit einer Falz einlassen. Die Falz musste dafür in die anderen Teile eingefräst werden. Man kann mit der Oberfräse nicht die komplette Tiefe auf einmal wegnehmen, sondern muss mehrere Fräsgänge machen, die immer ein bisschen tiefer in das Holz eintauchen, bis man die endgültige Tiefe erreicht hat. Deshalb fahre ich hier mehrfach über die Falz mit der Oberfräse. Die beiden Fachböden im Schrank sollten dann später in einer Nut sitzen, die habe ich gleich mitgefräst. Thank you.
Gärungen sollten mit Lamellodübeln verstärkt werden. Hierfür fräst man mit so einer Lamellofräse Schlitze in das Hirnholz, in die dann diese Lamellos, oder eigentlich heißen sie Flachdübel, hineinkommen. Lamello ist eigentlich nur eine Marke von vielen, der Name hat sich aber etabliert, so ähnlich wie Tempo oder Tesafilm. Jedenfalls kann man die Holzstücke mit diesen Flachdübeln gut miteinander verbinden, ohne dass sie verrutschen können. Ich verwende hier nur Reststücke, stellenweise waren deshalb noch alte Dübel im Holz. So kann man das aber nur schlecht durch die Kreissäge schieben. Ich hatte aber außer dieser uralten Gestellsäge von meinem Opa keine andere geeignete Säge da, um die Dübel abzusägen. Sie war zwar schon sehr stumpf, aber diese leichte Aufgabe meisterte sie doch noch. Aus diesem Stück soll die Rückwand entstehen. Jetzt fehlen noch die Fachböden. Die sollen relativ dünn sein und müssen entsprechend oft durch den Hobel. Hier kann man sehr schön sehen, was passiert, wenn man versucht, die Arbeit eines dicken Hobels an einer Abrichte zu erledigen. Das Brett wird keilförmig. Aber der dicken Hobel richtet das schon noch. Für die Tür musste ich den Kasten erst noch einmal zusammenstecken und vermessen. Durch das Ablängen der Seitenteile ganz am Anfang haben sich die ursprünglich geplanten Maße ein bisschen verschoben. Dieses Reststück bot gerade noch genügend Platz, um die Tür daraus zu gewinnen. Allerdings war die Platte nicht plan. Sie war auch viel zu groß für meine Abrichte, also musste ich mal wieder mit dem Handhobel ran. Das Kreuz habe ich dann mit Bleistift vorgezeichnet, die Ecken dann rausgebohrt und es danach mit einer Stichsäge herausgedrängt. Ich habe dabei versucht, möglichst nah an der Linie entlang zu sägen, aber nicht über die Linie hinaus. Man kann Holz immer abtrennen, aber Holz wieder dazu zu bringen, würde sich schwierig gestalten. Die letzten Feinheiten habe ich dann mit Beitel und Feile herausgetrennt, begradigt. Die entstandene Kante habe ich dann mit der Oberfräse abgerundet. Ich wollte dort keine scharfe, eckige Kante haben, sondern eine richtige große Rundung.
Diese Furnierplatte sollte nun als Farbträger dienen. Das Kreuz soll ja rot sein. Dafür habe ich es zunächst grob auf die Größe der Tür zugeschnitten und dann markiert, wo das Kreuz liegt. Diesen Bereich habe ich dann großzügig in Rot lackiert. Ich brachte zwei Lackgänge auf und ließ das Ganze über Nacht trocknen. Am nächsten Tag noch den Lack etwas angeschliffen, dann konnte ich die Tür auf das Furnier aufkleben. Ich habe mal wieder etwas viel Leim verwendet und der quoll in das Kreuz hinein. Mit einem Cuttermesser kann man solche Reste aber ganz gut abkratzen. Die Furnierplatte habe ich ganz bewusst größer gehalten als die Tür. Ich wollte sie nach dem Verleimen mit der Oberfräse auf die passende Größe trimmen. Dafür gibt es spezielle Fräsköpfe, die mit einem Kugellager verhindern, dass man in den unten liegenden Werkstoff einfräsen kann. Jetzt war ich bereit zum Lackieren. Ich verwende hier Klarlack, den ich aufpinsel. Ich habe hier wieder zwei Aufträge gemacht mit einem Zwischenschleifgang. Nach dem Trocknen konnte ich alles verleimen. Die Lamellodübel fixieren die Gärungen und sorgen dafür, dass nichts abrutscht. Diese Eckzwingen geben noch zusätzlichen Halt. Jeder Schreiner weiß, dass man nie genug Zwingen haben kann. An der Rückwand wird der Schrank später aufgehängt. Sie trägt also das ganze Gewicht. Deshalb habe ich auch keine dünne Furnierplatte oder so etwas genommen, sondern eine recht dicke, massive Holzplatte. Ich kann hier nur sehr schlecht Lamellos einbringen und nur auf den Leim will ich auch nicht vertrauen. Deshalb habe ich die Rückwand zusätzlich noch genagelt. Ich wusste, dass ich irgendwo in meiner Werkstatt auch noch ein paar Topfbandscharniere rumliegen hatte. Die wollte ich für die Tür verwenden. In die Tür bohre ich dafür dann eine 35 mm Vertiefung, in die passt dann der namensgebende Topf perfekt hinein.
Zu jedem Scharnier gehört noch eine Grundplatte, wo das Scharnier dann hineingeklipst wird. Die Grundplatte schraubt man getrennt vom Scharnier in den Schrank und kann die Tür danach einfach einhängen. Mit dem Topfband kann man die Position der Tür danach auch noch fein einstellen, damit nichts quietscht oder reibt und einfach genau da ist, wo es sein soll. Der Schrank selbst ist damit jetzt fertig. Er muss nur noch aufgehängt werden. Dafür musste zuerst mal Platz gemacht werden. In der Wand stecken noch ein paar alte Nägel und Schrauben. Von meinem French Cleat System hatte ich noch eine Leiste übrig. Die sollte hier jetzt Verwendung finden. So kann ich erstens den Schrank einfach vor das Kabel setzen, was hier lang läuft, und muss das nicht irgendwie umlegen. Und bleibe zweitens flexibel und kann den Schrank jederzeit abhängen und irgendwo an meinen French Cleat packen, wenn ich das möchte. Oder etwas anderes zwischen die Garagentore hängen.